Danke, Frau Präsidentin, Hohes Haus. Der größte Schutz für Frauen und Mädchen in Österreich und somit auch Tirol, so zeigt die Kriminalstatistik des Bundesministeriums für Inneres, liegt in einer Beschränkung der massiven Zuwanderung von nahezu ausschließlich jungen Männern aus einschlägigen Kulturkreisen. Wenn man sich diese Statistik anschaut, dann sieht man, dass afghanische Täter bei Gewaltdelikten im Verhältnis zur österreichischen Bevölkerung deutlich überrepräsentiert sein. Auf 1000 Afghanen in Österreich kämen 45 Gewalttäter. Bei den Österreichern sind es nur 6 von 1000. Und auch bei den Syrern merkt man diese deutliche Überrepräsentation der Gewalttäter. Da sind es 6-mal so viele wie in der österreichischen Bevölkerung. Alleine in diesem Jahr ereignete sich bereits Unfassbares. Wir haben schon vorher darüber gesprochen, die 3 ermordeten Frauen im Bordell, ein Asylwerber aus Afghanistan. Die Tat soll dem Polizeibericht zufolge religiös motiviert gewesen sein. Prostituierte stünden unter dem Deckmantel des Satans und er habe im Koran gelesen, er solle Dschihad betreiben. Zweitens, der erschütternde Missbrauch in Wien. Eine 12-Jährige soll über Monate hinweg missbraucht und vergewaltigt worden sein. 17 junge Männer, allesamt mit Migrationshintergrund. Und die Tatverdächtigen, fast alle wegen Eigentums- und Gewaltdelikten Polizei bekannt. Dennoch alle auf freiem Fuß und teilweise sogar schon außer Landes. Drittens, die erschütternde Meldung ein paar Tage danach junge Salzburgerinnen. Die Verdächtigen sind wieder migrantisch und ebenfalls auf freiem Fuß. Die beiden weiblichen Opfer sind 15 und 16 Jahre alt, mutmaßlich von einer 9-köpfigen Migrantengruppe massiv sexuell missbraucht und dabei gefilmt worden. Geschätzte Damen und Herren, Sie können die Augen vor diesen Tatsachen nicht verschließen. Die überwiegenden Gewaltakte, die wir in diesen Zeiten in Österreich erleben, sind überwiegend importiert. Sie prangern patriarchale Strukturen in Tirol an und befürworten gleichzeitig die Zuwanderung von Männern aus Ländern, die die bloße Existenz von Frauen im öffentlichen Leben teilweise ablehnen und sie als reine Dienstleisterinnen für ihre Bedürfnisse erachten. Frau Kollegin Arslan, Sie werfen pauschal alle konservativen und rechten Männer in einen Topf und bezeichnen alle als Gewalttäter. Wie soll die Gesellschaft mit der Massenmigration von Männern umgehen, die aus Kulturkreisen kommen, die minderjährige Mädchen zwangsverheiraten, Frauen genital verstümmeln und Frauen von Kopf bis Fuß verhüllen und Mädchen den Schulunterricht verwehren? Das sind ganz offensichtlich frauenverachtende, gewalttätige und patriarchale Strukturen und diese sollten wir uns keinesfalls sehenden Auges auch noch importieren, denn wir haben die Gewalt selbstverständlich auch im eigenen Land. Aber wir sollten tunlichst darauf achten, uns nicht diese auch noch zu importieren. Frauen sind für viele dieser Männer in diesen Kulturkreisen Menschen zweiter Klasse und wir dürfen keinesfalls akzeptieren, dass diese frauenverachtenden Strukturen aus deren Heimat in die unsere gebracht werden. Und wir dürfen noch weniger zulassen, dass sie sich damit hier auch noch durchsetzen. Stattdessen sollten wir umgehend dafür sorgen, dass Frauen und Mädchen in diesem Land wieder sicher leben und sich frei und ohne Angst bewegen können, Gewalttäter mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden und gewalttätige Ausländer sofort abgeschoben werden. Danke.